Gracias, Presidente. Ja, wir haben jetzt schon verschiedentlich darüber gesprochen, was die richtige Variante sein könnte, um mit China zu sprechen, um China unter Druck zu setzen, weil ganz offensichtlich an China vieles abprallt. Frau de Keyser hat deswegen gesagt, ihre Fraktion hat die Unterschrift zurückgezogen. Ich denke, das ist nicht der richtige Weg. Wir sollten nicht nachlassen darin, gerade als EU, die die Menschenrechte auch in der Grundcharta jetzt im Lissabon-Vertrag festgeschrieben hat, immer wieder auf Grundrechtsverletzungen hinzuweisen. Andere Wege haben wir im Moment nicht. Wenn uns was Besseres einfällt, dann würde ich sofort mit dabei sein, das zu unterstützen. Aber es geht ja nicht nur um Liu Xiaobo, es geht eben auch, wie angesprochen, um Gao Zicheng, der verschwunden ist, wo man jetzt angeblich hört, er hat Selbstmord begangen. Alle nehmen an, er ist wahrscheinlich zu Tode gekommen, auf welche schlimme Art auch immer. Es ist nicht hinnehmbar. Wir haben gemerkt bei den Olympischen Spielen, wenn man nach China reingeht, mit ihnen Kontakte hat, dann bessert das überhaupt nichts an der menschenrechtlichen Situation. Wir haben das alle gehofft, es hat nicht funktioniert. Also darum, auf jeden Fall sollten wir nicht nachlassen mit Dringlichkeitsappellen.